So, also ich habe in einem Video zuvor ja mal erzählt, dass ich mir anschaue, wie ich meinen USB-Stick am sinnvollsten verschlüsseln kann, dass ich ihn bei einem Verlust sicher sein kann, dass, oder halt so gut es möglich sicher sein kann, dass die Daten in Sicherheit sind. Genau, und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich werde ganz kurz was erklären, je nachdem, wie dann die Kommentare sind, ob ihr das mehr davon sehen wollt, weniger davon sehen wollt. Kann ich ja nochmal ein Video zu diesem Programm hier machen. Das Programm, das ich verwendet habe, ist TrueCrypt. Das wurde mir empfohlen. Das ist, glaube ich, Open Source, soweit ich weiß. Und Lizenzvereinbarung. Es gibt keinen Support dafür. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir das ein wenig angeschaut. Ich werde jetzt nicht allzu viel ins Detail gehen, weil ich natürlich meine Sicherheitsvorkehrungen hier nicht unbedingt preisgeben möchte. Aber im Großen und Ganzen habe ich bei diesen Amazon-Aktionen einen relativ großen USB-Stick erstanden. Der hat, ich glaube, also so um die 30 GB eben hier eben. Ich habe ihn exFAT formatiert, aus dem einfachen Grund, da ich eigentlich nur noch Windows 7 Geräte verwende und ältere Geräte nicht mehr unterstützen brauche, sozusagen. Dann habe ich genau und exFAT deshalb und nicht FAT32, weil ich hier eine 10 GB große Datei drauf liegen habe. So, jetzt habe ich das. Ursprünglich hätte ich vorgehabt, den USB-Stick zweiteilig zu partitionieren. Die erste Partition relativ klein, auf die schmeiße ich mir das TrueCrypt-Programm, damit ich auch auf einem Rechner, wo TrueCrypt nicht installiert ist, zugreifen kann. Nur das hat nicht funktioniert, weil unter Windows kann man einen Wechseldatenträger, einen USB-Stick nicht mit zwei Partitionen versehen. Er liest dann immer nur die erste. Ist halt eine Architekturbeschränkung in Windows. So, nun habe ich das anders gemacht. Ich habe einfach eine große Partition gemacht und habe jetzt mit TrueCrypt einen Container angelegt, also eine 10 GB große Datei. In dem Fall, weil 10 GB reicht auf jeden Fall für das bisschen, was ich da dafür verwenden möchte. Und ich habe immer noch genug Platz, um unverschlüsselte Dateien hin und her zu tragen. Mal irgendwie ein Image oder so rauf kopiert und so. Das geht halt dann viel einfacher. Gut, jetzt habe ich hier einen Ordner mit dem TrueCrypt. Da habe ich mir die Language-File für Deutsch noch reinkopiert. Mit dem könnte man ein Laufwerk erstellen. Ich kann es einmal kurz herzeigen. Da kann man eben dann eine Partition erstellen. Also man kann eine verschlüsselte Containerdatei erstellen, das ist das, was ich in dem Fall gemacht habe. Man kann eine ganze Partition verschlüsseln, das wollte ich eigentlich ursprünglich machen. Und man kann das Systemlaufwerk verschlüsseln, das werde ich mir demnächst mal anschauen, wie ich das vielleicht für den Laptop hinbekomme. Dass man zum Beispiel den Laptop nur starten kann, wenn ich einen USB-Stick anstecke und ein Passwort eingebe. Dazu komme ich gleich später, warum die zwei Sachen. Lustig ist, wenn man hier sagt, ein Systemlaufwerk verschlüsseln, dann fragt er, ob ich das normal machen möchte oder versteckt. Versteckt möchte man es deshalb machen, weil man unter Umständen gezwungen werden könnte, sein Betriebssystem zu entschlüsseln, zum Beispiel bei einer Erpressung. Und wenn man das versteckt installiert, dann kann man, da gibt's so ein Stichwort, das heißt irgendwie glaubhafte, wie heißt denn das? Glaubhafte Unschuldigkeit oder so irgendwas, glaubhafte, wie haben das geheißen? Na, ist ja egal, also es gibt da so ein Stichwort, das eben aussagt, dass man das halt quasi nicht beweisen kann oder dass man halt, dass es nicht genug Beweis ist, um irgendwas nachzuweisen. Na, jedenfalls würden die dann hier empfehlen, dass man versteckt nimmt. Ist lustig, dass sie halt darauf ansprechen. Und das wäre halt dann dieses Programm und hier ist eben das TrueCrypt, das Hauptprogramm. So, dann kann man hier, diese Buchstaben hätte ich alle zur Möglichkeit, mir meinen Container einzubinden. Den habe ich jetzt mal hier container.tc genannt. Ich glaube, das TC bräuchte da hinten gar nicht. Und Container könnte man auch ABCD 1, 2, 3 nennen, wie auch immer. Gut, das habe ich jedenfalls hier. Ich habe also hier auf Datei geklickt, dann habe ich das also hier ausgewählt. Verlauf nicht speichern. Achso, dass er wahrscheinlich hier in diesem Dropdown-Menü das nicht speichert, ist mir eigentlich egal. Hier könnte man noch irgendwas auswählen. Und dann gehe ich auf Einbinden. Und dann einbindet das im Vergleich, also bei diesem passenden Buchstaben ein. Und tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf Arbeitsplatz schaue, habe ich jetzt hier einen Laufwerk dazu bekommen, T, mit quasi 10 GB. Ein bisschen was ist sogar schon verbraucht, warum auch immer. Es ist jedenfalls leer. Das ist wahrscheinlich der Papierkorb oder wie auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich jetzt hier in diese 10 GB, in diesem 10 GB Laufwerk kann ich quasi was reinkopieren. Und wenn ich das Laufwerk dann trenne, oder eigentlich quasi sofort, wird es halt in diese Datei hineingespeichert.
Und wenn ich das Laufwerk dann trenne, verschwindet das hier und es existiert nur noch diese verschlüsselte Datei. Und wenn jetzt zum Beispiel das jemand bei einem Rechner dann ansteigt, der mein Passwort und meine Schlüsseldatei nicht kennt, dann sieht er halt nur diese Datei und kann damit eigentlich nichts anfangen. Er weiß erstens einmal nicht, wie groß die realen Inhalte sind. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel nur ein Word-Dokument drinnen ist mit 500 Kilobyte und trotzdem ist es hier auf 10 GB. Also das ist einmal ein gewisser Vorteil, den man quasi hat, dass man das hier ein bisschen verschleiert. Und andererseits, wie gesagt, er kann halt nichts damit anfangen. Und jetzt zu dem Punkt, warum ich eine Schlüsseldatei und ein Kennwort verwende. Aus dem einfachen Grund, ein Kennwort kann man, also selbst wenn es sehr komplex ist, theoretisch in vielen, vielen Jahren irgendwann erraten. Dieser Zeitraum verlängert sich natürlich extrem, wenn man auch eine Schlüsseldatei verwendet, weil es quasi ein zusätzlicher Parameter ist, den der Angreifer braucht, um das zu entschlüsseln. Und deswegen habe ich das jetzt zum Beispiel mit einer Schlüsseldatei, das heißt, ich lege mir diese Datei zum Beispiel auf meinem PC und meinem Arbeits-PC und meinem Laptop ab und habe dann auf diesen dreien quasi leichten Zugriff. Was natürlich den Nachteil hat, wenn ich das bei einem PC von zum Beispiel meiner Mutter anstecke, dann kann ich es nicht entschlüsseln. Also man könnte jetzt hergehen und zum Beispiel auf einen zweiten USB-Stick, den man irgendwie am Schlüsselbund befestigt hat, diese Schlüsseldatei drauf kopieren, wie schon der Name sagt, Schlüsselbund, Schlüsseldatei, drauf kopieren, dass man das eben quasi getrennt hat. Also selbst wenn mir der Stick aus der Tasche fällt, den Schlüssel verliere ich nicht so leicht, weil den brauche ich beim Auto, den brauche ich bei der Haustür, den brauche ich in der Arbeit. Oder man könnte sich die Datei theoretisch aufs Handy auch kopieren und dann irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn man das irgendwie so trennt, weil, wie gesagt, dann kann es halt bei einem Verlust nicht so leicht zu gestohlenen Daten kommen. Wie gesagt, wirklich beweisen, dass es sicher ist, kann ich nicht, weil ich mache mir nicht die Mühe, dieses System jetzt zu hacken. Aber wie gesagt, es kann sich jeder mal TrueCrypt auf der Homepage alles mal durchschauen. Es ist hier wirklich alles relativ gut geschrieben, gut beschrieben. Wie gesagt, werden wir als nächstes mal anschauen, wie ich die Festplatte von meinem Laptop eventuell verschlüssel. Wäre wahrscheinlich vorher nicht mit meinem Hauptlaptop anfangen, sondern mit irgendeinem zweiten Laptop oder vielleicht mit halt einer Testumgebung sozusagen. Natürlich, glaube ich, geht das ein wenig auf die CPU-Leistung, weil Verschlüsselung braucht halt immer CPU-Rechenleistung. Allerdings mit einem i5, i7 oder so sollte man das eigentlich kaum merken. Es gibt hier wieder auch so einen Benchmark-Test, dass man eben schaut. Zum Beispiel, da wählt man dann irgendwie einen Algorithmus aus und eine Speichergröße und das testet halt dann, wie schnell quasi das sein würde mit der jeweiligen Verschlüsselung und den jeweiligen Einstellungen. Und ja, so im Prinzip, also für die Dateien, die ich auf dem USB-Stick also ablegen möchte, besonders die, die verschlüsselt sein sollten, ist es mir ziemlich egal, ob das jetzt irgendwie in 2 Minuten oder in 4 Minuten passiert ist. Noch dazu, dass das halt relativ kleine Dateien sind. Ja, soweit, so gut. Ich glaube, ich habe jetzt mal alles fürs Erste erzählt. Das ist jetzt im Prinzip mal das gewesen. Also man kann hier dann noch jede Menge einstellen. Man kann zum Beispiel Standardschlüsseldateien sich anlegen, dass man die nicht jedes Mal auswählen muss, wenn ich das Gerät mounte. Ich glaube, man könnte dann irgendwie sogar einstellen, dass sobald ich den USB-Stick anstecke, er automatisch das mountet als Laufwerk. Zumindest bei den Partitionen geht das. Wenn es eine Containerdatei ist, weiß ich nicht, ob das geht. Aber ich glaube, dass das automatisch auch gehen müsste. Ist natürlich sehr praktisch, weil dann gehe ich wirklich hin, stecke es an. Und wenn das der richtige Rechner ist, also eben der zum Beispiel mit der Schlüsseldatei, dann mountet er das und dann fragt er mich mein Passwort, dann gebe ich mein Passwort an. Und dann habe ich auch schon Zugriff auf die Dateien. Also ihr seht schon, es sind so ein bisschen unterschiedliche Anforderungen, obwohl alles mit Verschlüsselung zu tun hat. Das GNU-PG oder dieses GNU-PG, OpenPG oder wie das auch immer heißt, GPG sozusagen, ist eben eher um die Kommunikation zu verschlüsseln und die Echtheit der Nachricht zu verifizieren und zu zertifizieren, fast könnte man es, also so in der Richtung halt. Und hier geht es eben darum, Dateien oder ganze Ordner halt oder vielleicht eben sogar ganze Systeme zu verschlüsseln. Das hat natürlich auch wieder einen Vorteil. Also das sind immer unterschiedliche Sachen. Ich weiß nicht, was man als nächstes verschlüsseln kann. Wie gesagt, Internetverkehr hatten wir eigentlich auch schon mit dem I2P Invisible Internet Project, wo man eben den Internetverkehr, den Aus- und Eingehenden verschlüsselt. Und ja, wie gesagt, verschlüsselt ist man halt eigentlich sicher unterwegs, auch wenn
andere Leute andere Sachen sagen oder wenn andere Firmen andere Sachen versprechen. Ja, wie gesagt, also man kann es eigentlich jetzt im einfachen Fall nur noch zum Abschluss mit der Haustür vergleichen. Ich meine, niemand würde sich nur eine Türschnalle einbauen, wenn er nicht auch ein Schloss haben könnte. Und man muss halt dann auf den Schlüssel aufpassen, dafür ist der Inhalt der Wohnung gesichert, im Vergleich dazu, wenn man nur eine Türschnalle hätte. Und ja, wie gesagt, die Tür ist zwar zu, aber mit der Schnalle kann halt jeder rein, der die Schnalle bedienen kann, und mit dem Schlüssel braucht er halt vorher wirklich den Schlüssel, damit er auch rein kann. Von daher, ich meine, ist eh klar. Und ja, das war also mein Video dazu. Mein PC momentan geht wieder, alle diejenigen, die das letzte Video schon gesehen haben. Jetzt muss ich wieder die 100 Programme installieren. Ich werde mir die dann gleich auf eine DVD brennen und nächstes Mal werde ich die gar nicht neu runterladen, sondern alle gleich von der DVD installieren. Auch wenn es ein bisschen veraltete Versionen dann sind, aber bevor ich die ganzen Gigabyte wieder neu runterlade. Na gut, das war's. Bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß beim Ausprobieren dieser Tipps sozusagen.